Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und am Wochenende war in diesem Spiel die Hölle los, vor allen Dingen am Sonntag. Und zwar hat es einen bestimmten Grund, wie ihr am Titel des Videos bestimmt schon erkennen konntet, dreht sich das ganze Thema um die neue Fusion, die es bald geben wird. Und im Speziellen um das Cowgirl, was letzten Sonntag in den Licht-Dungeon, Licht-SD gekommen ist. Aber first things first, wir fangen an mit dem Entwicklerkommentar, welches diesen Hype hier ausgelöst hat. Und zwar am 21.09. gab es einen Entwicklerkommentar über so ein Welt-Event hier. Das ist alles, also ich finde das nicht so bombenbastisch interessant, weil ich diesen ganzen PvP-Bereich des Spiels nicht so gut finde. Aber hier, dieses Thema. Eine neue Paladinin, weiblicher Paladin, wird fusionierbar sein. Wenn es einen Lichtpaladin gibt, wird es sicherlich auch in den anderen Elementen einen entsprechenden Charakter geben. Aber die Lichtversion wird fusionierbar sein. Und diese Fusion hat einiges mit sich gebracht. Zum einen Wind Cowgirl, das lasse ich jetzt in diesem kompletten Video mal außen vor, denn das existiert schon. Dazu konntet ihr euch vielleicht schon hier und da Gedanken machen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Paladinin selbst, das Licht Cowgirl und diese beiden neu fusionierbaren Monster, die aber schon existieren im Spiel, aber jetzt fusionierbar sind. Und das verändert auch einiges meiner Meinung nach. So, wir fangen mal an mit der Paladinin selbst, denn darüber lässt sich nämlich am schnellsten was sagen, nämlich gar nichts. Es ist ein fusionierbares Monster, es wird HP-basiert sein. Und es wird in irgendeiner Art und Weise ein HP-basiertes Monster sein, was andere Monster verstärkt, die im Team sind. Das ist das Ziel, was die Entwickler geschrieben haben. Mehr noch gar nicht, außer dass sie noch am Balancing arbeiten und noch nicht so richtig wissen, wann es genau kommt. Aber so wird das Ganze hier aussehen. Was verändert diese Paladinen? Also mit diesem Thema HP-basierte Monster, die andere Monster schützen. Ganz ehrlich, gibt es schon. Keine Ahnung, was die daran jetzt neu finden. Also, wenn ich mir Kmoon angucke, der ein Schild auf ein anderes Monster macht oder was HP-abhängig ist oder solche Themen, also so Schilder. Es gibt ja schon HP-basierte Schilder, die auf andere Monster gemacht werden und so. Also weiß ich jetzt nicht, was daran so krass neu sein soll. Aber lasst uns abwarten, wir werden sehen. Okay. Was, Wind Kung Fu Girl, okay, lassen wir außen vor. Kommen wir mal zu dem Thema, was dieses Wochenende der totale Hype war. Im Chat ging es drunter und drüber. Alle wollten den SD für dieses Licht Cowgirl. Soweit ich weiß, war dieses Licht Cowgirl vorher nicht im Spiel verfügbar. Ist es jetzt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Monster, weil es ist farmbar im Licht Dungeon und hat folgende Fähigkeiten. Und da gehen wir nämlich jetzt mal rein. Erstmal, wenn man es erweckt, erhöht sich die Genauigkeit. Das war's eigentlich. Also, das Erwecken ist jetzt keine große Sache, aber jetzt gehen wir mal in die Fähigkeit. Zuerst mal, es ist ein Angriffsmonster. Ne? Das heißt also, der Angriffswert wird verhältnismäßig hoch werden, aber jetzt nicht unglaublich hoch. Und da gucken wir aber gleich mal rein, wie das aussieht. Und gehen jetzt aber erstmal durch die Fertigkeiten. Ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr das jetzt lest. Erstens, es ist natürlich nur in Anführungsstrichen ein 3-Sterne-Monster, also erwartet nicht zu viel. Und es ist farmbar, was meistens auch bedeutet, dass die Monster ein kleines bisschen schwächer sind. Aber wenn ihr jetzt gleich das Skill seht, werdet ihr sehen, warum ich das Monster ziemlich genial finde. Dazu kommen wir jetzt. Also zuerst mal, es erhöht die Angriffskraft verbündeter Monster um 18%, natürlich auch die eigene. Es hat einen passiven Skill. Und zwar senkt mit jedem Angriff den Angriffsbalken des Feindes um 10%. Mit jedem. Hier steht nichts von mit einer Wahrscheinlichkeit von, sondern immer mit jedem Angriff den Angriffsbalken des Feindes um 10%. Und schwächt seine Verteidigung für eine Runde mit 50% Chance. Das ist ein automatischer Effekt. Diese 50% Chance kann man nicht buffen. Das ist einfach fest. Also da gibt es keinen Skill-Up oder so. Das heißt, ihr habt einen Defense-Break von 50%. Und ihr senkt den Angriffsbalken des Feindes. Jetzt kommen wir zum
Skill Nummer 2. Versilberte Kugel greift den Fund zweimal mit heiligen Kugeln an und entfernt einen schädlichen Effekt. Stört HP-Erholung für 2 Runden mit 50% Chance pro Angriff. Also gehen wir mal einzeln vor. Greift den Feind zweimal mit heiligen Kugeln an und entfernt einen schädlichen Effekt. So. Entfernt einen schädlichen Effekt, verstehe ich so, auf sich selbst. Also wenn sie selbst einen Debuff hat, wird ein Debuff entfernt. Also hat sie 3, wird auch nur einer davon entfernt. Aber das ist eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Weil wenn sie zum Beispiel einen Defense Break auf sich hat oder wenn sie einen Damage reduzierenden Effekt auf sich hat, wird er halt entfernt. Also wenn sie mehrere hat, nur einer, aber es wird einer entfernt. Und stört die HP-Erholung für 2 Runden mit 50% Chance pro Angriff. Also der Gegner kann sich nicht heilen. Und zwar für 2 Runden. Diese 50% kann man hier noch ein bisschen mit Skill-Ups buffen und den Schaden auch, so wie die Abklingzeit. Die Abklingzeit liegt dann bei 3 Runden. Auch im Hinterkopf behalten. Skill Nummer 1, also der Standard-Skill, feuert 3 Projektile. Jedes Projektil senkt mit 30% das Angriffstempo für 2 Runden. Den Schaden kann man erhöhen und die Rate schädlicher Effekte kann man auch ein bisschen erhöhen, so dass die Wahrscheinlichkeit, das Angriffstempo für 2 Runden zu senken, nochmal steigt. So, warum ist dieses Monster meiner Meinung nach so geil? Und zwar aus folgendem Grund. Es ist ein Lichtmonster, das heißt, es ist erstmal nicht unbedingt von Wind, Feuer und Wasser irgendwie im Nachteil. Zwar auch nicht im Vorteil, aber auch im Nachteil. Das ist das eine. Zum anderen, es ist farmbar, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, das habe ich schon mehrmals gesagt, aber ich finde, es ist sehr wichtig zu sagen, es ist ein farmbares Monster. Und es ist ein Multi-Hitter. Und das ist insofern geil, weil dieses Monster in Necro, und da kommen wir nämlich schon zu der Sache, die ich mega genial finde an diesem Monster. Für Necro ist dieses Monster richtig genial, weil ihr habt auf beiden Skills, die sie verwenden kann, habt ihr Multi-Hits, 3 und 2 mal angreifen. Und ihr verringert das Angriffstempo vom Necro-Boss und ihr macht einen Defense-Break auf den Boss und ihr senkt den Angriffsbalken. Habe ich das schon gesagt? Das Angriffstempo und den Angriffsbalken. Also speedmäßig mega. Wie würde ich sie runen? In dem Fall würde ich folgendes runen. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Das müsste man noch testen. Ich würde jetzt mal ohne sie für Necro getestet haben, weil ihr seht, ich habe sie erst auf 4 Sterne. Ich würde sie Gewaltrache runen und zwar Speed Attack Defense oder Speed Attack HP oder Speed HP Attack. Aber da man Attack auf der 6 oft woanders braucht, würde ich es in dem Fall eher auf die 4 packen. Dann macht ihr ordentlich Schaden und haltet ein bisschen was aus. Oder ihr macht Speed Attack Attack oder Speed Crit Damage Attack und dann halt Crit-Rate in den Subs. Also auf jeden Fall ein Angriffsmonster, aber in Necro muss sie auch ein bisschen was aushalten. Deswegen, ähnlich wie, und jetzt kommt was halt geil ist, ähnlich wie eine Hoa, würde ich sie ruhen, ne? Also die habe ich jetzt in dem Fall auf Tempo Klinge, weil ich noch nichts Besseres habe. Und da auf Speed, Crit Damage, Attack. Und so kann man die auch ruhen. Oder wie, das Water Kung Fu Girl, Gewaltrache auf jeden Fall, sehr geil. Und die habe ich aber auf Attack, Attack, Attack. Das müsste man dann nochmal ändern, aber ist ja auch jetzt wurscht. Wichtig ist, dass die hohe, also gute Crit-Rate hat, guten Crit-Damage, gute Attack. Also das, mein Water Kung Fu Girl ist noch nicht so perfekt, aber hat halt auch eine hohe Defense. Relativ hohe Defense, was halt wichtig ist im Raid. Da will ich aber jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Also Kung Fu Girl. So, jetzt gehen wir mal. Ich glaube, einer meiner Freunde, jetzt müssen wir mal kurz in die Friendlist gucken, oder beziehungsweise in die Guildlist, da, du. Ich glaube, der hatte jetzt sogar schon auf 5 oder 6 Sterne. Monster, und gucken wir mal, was der gemacht hat. Wo ist er denn? Hat er gar nicht? Hey, ich dachte, du hast die... Hier, ach so. Ach, auch keine Runen drin. Bringt uns natürlich dann gar nichts. Wartet, wir gucken mal. Wir haben ja noch mehr Gildenmitglieder. Ich weiß, er hat sie auch auf 5 Sterne schon. Mal gucken, ob er Runen reingepackt hat.
einfach nur mal zum Vergleichen, ob die so denken, wie ich denke. Hm? Auch keine Runen drin. Okay, kann man nicht gucken. Falls einer von euch die geruht hat und was Geiles damit findet, gemacht zu haben, dann sagt mal Bescheid. Okay, also zurück zum Thema. Das war jetzt viel Geschwafel und eigentlich gar nichts gesagt. Zurück zum Thema. Also Runen würde ich, wie gesagt, bei der Gewalt Rache, damit sie häufig dran ist für Nekro. Speed, weil sie hat schon 102 Base Speed und das ist für ein 3 Sterne farmbares Monster richtig viel. Und dann entweder Attack, Crit Damage, Attack oder Speed, Crit Damage, Attack oder Speed, Attack, Attack, wobei ich das nicht so geil finde, dann würde ich eher auf Speed, Attack, Defense oder Speed, Attack, HP gehen oder sowas, wenn man sie, wenn sie ein bisschen mehr aushalten sollte. Wenn man auf Speed, Crit Damage, Attack oder Attack, Crit Damage, Attack geht, braucht man viel Crit Rate in Substats und, da ist es dann schwer, noch in der Defense gute Werte zu kriegen. Ja. Ich werde sie selber nicht bauen, weil ich für Nekro anderes Team habe, was ganz okay ist, was noch ein bisschen verbessert werden muss von den Runen her, aber was ganz okay. Okay, das also zum Cowgirl. Ich kann euch gerade, wenn ihr anfangt mit dem Spiel, die nur empfehlen. Ach so, genau. Wo kann man sie noch sehr gut benutzen? Die ist noch ein absolut genialer Bosskiller in TOA. Also für den TOA Normal 100 Boss, egal welchen der beiden, ist die richtig geil, weil die halt die Attack Bar zurücksetzt und den Speed des Bosses zurücksetzt, einen Defense Break gewährleistet und somit halt unglaublich Damage raushauen kann und halt oft dran ist. Und also ich habe die mehrmals gefarmt jetzt schon. Ich werde die einmal für die Fusionen haben und einmal vielleicht irgendwann noch bauen. Wobei ich eigentlich mit den Bossen ja erstmal soweit gut klarkomme. Und bei TOA Hard ist erstmal angesagt, eine hohe Stage zu erreichen und gar nicht so oft Bosse. Deswegen. So, und Nekro habe ich ein anderes Team. Aber ich kann sie euch nur, wenn ihr zum Beispiel keine Hoa habt, baut euch dieses Cowgirl. Baut die euch. Die ist wirklich fett. Okay, kommen wir mal noch zu den anderen Dingen, weil ich finde nämlich, dass diese ganze Geschichte noch eine wichtige weitere Verbesserung, gerade für Leute, die das Spiel beginnen, hat. Und zwar heißt es ja immer, baut euch zuerst Verumos, wenn ihr mit den Fusionen anfangt. Und ich finde, das hat sich jetzt geändert. Nicht baut euch zuerst den Paladin oder die Paladine, das kann man noch nicht sagen, weil dazu fehlen noch die Informationen. Gucken, wann ich irgendwann mal da unten angekommen bin, wo ich hin will. Sondern baut euch, fusioniert, meiner Meinung nach, als allererstes hier, den Wasser-Ninja. Und warum? Der ist ein viel besserer Famen Hell-Farmer, als es die, wie heißt sie, diese Wassertante mit den ganzen AOE-Skills, die man geschenkt bekommt. Habe ich schon wieder vergessen, die habe ich weggefused. Die kann auch Fame and Hell farmen, aber erst mit einem gewissen, relativ hohen Stand an Runen. Und ich finde halt, dass das sich selbst in den Schwanz beißt, das Thema. Also, die soll Monster verbessern, möglichst früh im Spiel, kann das aber erst wirklich gut gewährleisten, wenn sie Runen hat, die man erst im Verlauf des Spiels halt farmen kann. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Und der Ninja hier, meiner Meinung nach, kann viel besser farmen, weil er sich ein Schild drauf bufft, viel höheren Schaden fährt, meiner Meinung nach, auch AOE hat. Also ich finde den persönlich besser. Okay, das ist also, finde ich, wenn man mit dem Spiel anfängt, jetzt eine Möglichkeit, einen wirklich guten Farmer zu bekommen. Und der kann nicht nur Fame and Health haben, sondern wenn man dem dann richtig, also im Verlauf der Zeit, bessere Runen gibt, dann kann der nämlich auch, wie heißt das, Hölle farmen. Vergesse mal, wie die Gebiete genau heißen. Aiden Hölle, ne? Also Aiden auf Hölle kann der dann auch farmen. Okay. Und das letzte Thema, und da habe ich ja schon häufiger drüber gesprochen, ist so ein bisschen zwiegespaltenes, und das ist diese Feuerhafen-Magierin, die Harmonia. Ich persönlich finde sie eine sehr, sehr gute Heilerin. Die ist bei mir noch nicht auf 6 Sterne, die hat bei weitem noch nicht die Runen, die sie haben müsste. Also
ich habe die ein bisschen zu sehr auf Resistance, also die müsste viel tankiger sein, damit sie mehr, also mehr aushält. Also viel, also hier müsste eigentlich eine Defense oder besser noch eine gute HP-Rune rein. Weiß gar nicht, ob ich da eine habe. Ich glaube, ich habe gar keine, deswegen ist keine drin. Was? Ich hätte hier sogar eine 6-Star Defense. Ich meine, die hat halt 12 Speed. Kann man die hier mal aufwerten. Ich erzähle mal weiter, während ich das hier mache. Das ist eigentlich, was man jetzt sieht, uninteressant. Eher, was ich sage. Ich finde die eine wirklich gute Heilerin. Und gerade am Anfang, wenn man zum Beispiel noch keine Shizune hat und braucht noch einen zweiten guten Heiler neben Belladieren oder begibt sich jetzt so langsam in Richtung der PvP-Geschichten, also Gildenkriege und so weiter, und braucht da noch gute Heiler. Ah, nice! Guckt euch den Speed an. Dann ist die eine richtig, richtig gute Alternative. Also, was heißt Alternative? Eine richtig gute Heilerin. Und dadurch, dass sie jetzt fusionierbar ist, also sozusagen quasi farmbar, finde ich, dass die ist im Verhältnis zu anderen Heilern genau so schwach, dass man sagen, ach schade, dass man sagen würde, nicht unbedingt. Dadurch, dass sie aber jetzt fusioniert, also farmbar ist im Prinzip, holt sie genau oder füllt sie genau die Schwäche auf. Nicht indem sie stärker wird, sondern indem sie leichter zu bekommen ist. Wie erkläre ich das? Das ändert nichts daran, wenn ich sie aus einem S ziehe, ja? Wenn ich sie aus einer Rolle ziehe, ist es genau wie vorher. Aber habe ich sie nicht und farm sie mir und habe dafür keine MS gewastet sozusagen, dann ist sie quasi besser. Also, versteht ihr, was ich meine? Weil sie halt leichter zu bekommen ist, ist das, was sie kann, im Verhältnis stärker. So. Jetzt haben wir hier natürlich total die blöden Substats. Ich habe gar nichts. Schade. Speed, Crit Damage. Wir verlieren halt dadurch ein bisschen HP, gewinnen aber Speed. Verlieren halt einen Haufen Resistance. Aber das ist nicht schlimm, weil ich festgestellt habe, die Resistance ist gar nicht so wichtig bei der. Ich mache das beim nächsten Rune Removal. Weil die ja den Immune. Achso, gehen wir mal rein, warum ich sie so gut finde. Also, hier hinten. Der verlockende Traum, den ich gerade nicht anklicken kann, jetzt unerwünschte Harmonie meine ich, der gleicht die HP des gegnerischen Ziels und dem Verbündeten mit der niedrigsten HP aus. Das heißt also, derjenige, der bei euch im Team die wenigsten HP hat, wird prozentual auf die gleiche HP gesetzt, wie der Gegner, den ihr auswählt. Also meinetwegen, ihr habt 10%, der Gegner hat 100%, dann werden die bei 55% ungefähr beide landen. Dann haben beide 55% HP. Das heißt, ihr habt mit einmal mit einem defensiven Charakter 45% Schaden am Gegner gemacht, der aber nicht als Schaden gewertet wird, sondern als HP-Ausgleich. Das heißt, hat der Gegner irgendein Schild oder irgendwas, was den Schaden quasi reduzieren würde, ist es diesem Skill vollkommen egal, weil er nämlich die HP ausgleicht. Das ist so vergleichen mit dem mit diesem Fallen Blossoms, hier gefallene Blüten von Chasun. Das ist auch ein HP-Ausgleich. Und damit, wenn jemand zum Beispiel einen Heal-Block drauf hat, ist diesem Skill das auch egal, weil er nämlich nicht heilt, sondern die HP ausgleicht. Und dieser Skill hier macht keinen Schaden, zumindest im ersten Satz, sondern gleicht die HP aus. Und das kann richtig geil zum Beispiel gegen einen Rakan oder sowas sein. Egal. Oder gegen Monster, die halt viel HP haben, weil ihr halt prozentual HP wegnimmt und nicht echten Schaden austeilt. Also das kann richtig geil sein. Ihr könnt mit diesem Skill niemals ein Monster töten, aber ihr könnt halt eure Monster relativ gut hochheilen und einen gegnerischen Monster sehr viel HP wegnehmen. Es lohnt sich aber halt, je niedriger die HP von irgendeinem Monster von euch sind und je höher die gegnerischen HP sind, umso mehr lohnt sich das. Je ausgeglichener die sind, umso weniger lohnt sich das. Und wenn ihr diesen Ausgleich gemacht habt, danach verringert dieser Skill noch die HP des gegnerischen Ziels um 15% und erholt die HP des Verbündeten um 15%. Heißt also, das erholt heißt heilen, das ist dann eine echte Heilung, die kann also geblockt werden. Und das verringert die HP
das ist hier ein bisschen blöd formuliert, das ist tatsächlich Schaden, der gemacht wird, 15% Schaden. Das heißt, wenn der Gegner ein Schild hat, dann gehen diese 15%, werden mit diesem Schild aus, also verrechnet. Das heißt also, ihr nehmt dem Gegner das Schild weg. Zum Beispiel, wenn ein Schild von einem Kmoon irgendwo drauf ist, zack, macht ihr das Schild damit. Also, guter Skill. Kein übelst krasser Mega-Imba-Skill, aber guter Skill. Die ist natürlich bei mir durch die hohe Abklingzeit, weil sie noch keine Skill-Ups drin hat, relativ schwach. Also wenn ihr die baut, dann müsst ihr hier auf jeden Fall die Abklingzeit skillen. Und hier habt ihr nochmal einen Heal, erholt die HP aller Verbündeten jeweils um 20% und gewährt Immunität. Und ihr könnt halt diesen Heal nochmal hoch pushen um 20% und die Abklingzeit nochmal verringern. Und wichtig ist halt hier auch die Immunität. Wenn ihr der Harmonian eine Speed-Rune gibt, wie zum Beispiel wie viele Heiler Speed-HP runt und viel Speed reinbuttert, dann ist sie halt als allererstes dran und ihr habt erstmal Immunität auf allen euren Monstern. Das heißt, ihr könnt erstmal keine Debuffs kriegen. Also wirklich, wirklich keine schlechte Heilerin, meiner Meinung nach. Es gibt, sagen wir es mal andersrum, es gibt schlechtere. Es gibt bessere, es gibt schlechtere, aber sie ist farmbar, fusionierbar, bald. Noch nicht bald. Von daher kann ich auch nur empfehlen, euch zu bauen, wenn ihr noch keinen vergleichbaren Heal habt. Und das sind wir schon am Ende des Videos und das ist relativ lang geworden. Ich habe viel gequatscht, habe euch viel erzählt. Viel davon ist meine Meinung und keine endgültige Tatsache. Das heißt also, vielleicht seht ihr die Dinge anders oder andere Leute sehen die Dinge anders. Also ich weiß zum Beispiel, Harmonia finden viele halt irgendwie ziemlich doof. Ich finde sie aber, wie gesagt, recht, recht gut. Also ich benutze sie zum Beispiel, obwohl sie noch nicht geskillt ist und sowas, benutze ich sie viel in Gildenkriegen. Ich finde die in der Gilden-Attack sehr cool, weil ich halt zum Beispiel noch keinen anderen Heal als Feuerelement habe. Okay. So, dann lasst uns den Hype genießen. Bald kommen die Paladinen. Ich freue mich drauf. Egal, ob sie gut oder schlecht ist. Die Fusion allein ist einfach cooler, neuer Content, der mal nicht so PvP-lastig ist. Noch nicht. Ich vermute ja insgeheim, dass die das totale Weltarena-Monster wird. Nicht für umsonst ist sie halt auch in dieser Entwickler-Ankündigung der Weltarena mit drin. Genau. Und ansonsten, ihr seht, was ihr farmen müsst, um diese Monster zu kriegen. Ich werde meine Harmonia, die ich habe, nicht benutzen für die Fusion, sondern ich werde mir eine neue fusionieren für diese Fusion, weil ich meine gerne behalten will, aus genannten Gründen. Ich habe Glück und habe den Wassersamurai aus einer MS gezogen. Ich habe das Lichtkungfugel schon gefarmt. Ich muss jetzt nur noch die beiden Monster hier farmen, aber die kriegt man ja aus dem Szenario. Das heißt also, das Wind-Kung-Fu-Girl habe ich dann auch demnächst zusammen. Und sobald die Paladinen raus ist, kann ich die halt bauen. Was ich euch noch zeigen wollte, das ist mir aufgefallen, als ich jetzt geguckt habe, welche Monster muss ich farmen, welche Monster muss ich wie leveln und erwecken, dass da irgendwie mir eine Übersicht gefehlt hat. Ich habe mir hier so eine lustige Excel-Tabelle gebaut. Ich habe übrigens die Windwaldküre auch noch nicht gefarmt, deswegen habe ich die mir auch gleich noch gebaut. In der ich jetzt mal so ein bisschen tracke, ein bisschen nachvollziehe, was ich schon habe und was ich noch brauche. Und gerade für die Lichtpaladinen fehlt mir zum Beispiel die Feuerharfe, fehlt mir noch. Den Wasser-Ninja habe ich schon, den muss ich nur noch auf Max-Level bringen. Das Light-Cowgirl habe ich schon, habe ich auch erweckt, muss ich noch auf Max-Level bringen. Und das Wind-Kung-Fu-Girl muss ich mir noch fusionieren. Da habe ich hier unten auch schon mal getrackt, was ich an Monstern habe, was schon erweckt ist und so weiter und so fort. Und so kann man dann hier einfach die Felder ausfüllen, bis hier hinten quasi alles grün ist und dann hat man das Monster hier oben quasi zusammen. Und hier hinten für die Windwalküre seht ihr, da fehlt mir, muss ich nur noch einmal Baretta fusionieren. Dazu fehlt mir noch die Feuerschlange. Und dann halt auf Max-Level bringen, fusionieren und dann die Windwalküre. Und dann habe ich die auch zusammen. Und dann habe ich alle fusionierbaren Monster. Ich kann euch empfehlen, so eine Google-Tabelle hier, so eine Fusionstabelle einfach mal anzulegen und einfach genauso zu machen wie ich. Es funktioniert wirklich gut, dann hat man das immer im Blick und muss sich das nicht merken.
Okay, lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise lange Rede, langer Sinn war das heute auch mal. Ich danke euch für eure Geduld, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.